Geh, Legolas, 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 Legolas ist tot. Ja, scheiße, Legolas ist schon mal tot und unsere Kommandeurspunkte werden nur so davon gejagt. Scheiße. Boromir auch mal ein Stück zurück. Gut, die eine Bonusaufgabe haben wir nicht gemeistert. Ja, du kämpfst wirklich bis zum Ende. Scheiße. Ja, du ziehst dich eher zurück. So, die nächste Angriffswelle wäre auch getötet. Aber zu welchem Preis, frage ich euch. Legolas ist gefallen. Ja, die sind mir jetzt egal. Scheiße. So, hier bei Gondor sollten wir Bogenschützen auf jeden Fall auch ausbilden. Sehr viele Bogenschützen und die können alle hier hin. Boah, das war heavy. Ja, die Schlacht beginnt nicht, sie hat schon begonnen. Scheiße. Da ist leider der gute Faramir gefallen. So, wann könnt ihr das hier? Boah, dauert noch ein bisschen, ne? Egal, wir haben hier fleißig Einheiten am Ausbilden. Ach, ihr Ritter könnt eigentlich den Dingspunkt mal hierhin verlegen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier jetzt auch ein bisschen vorrücken. Scheiße, Legolas. Legolas? Ach, du bist tot, Faramir. Hier, auf die solltet ihr. Diese Bogenschützen versuchen nämlich durchzubrechen. Auf beiden Seiten, aber das werden sie nicht schaffen, bin ich mir relativ sicher. So, hier haben wir schon ein Bataillon Bogenschützen. Hier haben wir eine Bataillon Ritter. Also die Kommandeurspunkte werden schon sehr gut nachproduziert. Ihr könnt euch die eigentlich mal holen, die sind nämlich durchgebrochen. So, und Faramir? Ja, Faramir. Bogenschützen sind bereit. So. Ihr habt sie. Die Bogenschützen können jetzt nur leider noch kein Dingsens-Upgrade. Kein, ach, neue Aufgaben. Überlebe die vierte Angriffswelle. Ja, natürlich. Also. Oh. Legolas ist back. Da oben ist schon die nächste Welle. Werden wir wieder Wort der Macht brauchen. Ja, und das mit den Feuerbogenschützen ist hier scheiße. Deswegen können wir die Ents nicht so gut einsetzen. Bogenschützen haben wir. Ja. Ich freue mich über jede Bogenschützenbataillon. Bringe die Olefanten mit Bogenschützen. Ja, wir haben leider nicht mehr so viele Bogenschützen. Das ist etwas scheiße. Ja, gut. Gut, gut, gut. Wir können jetzt heilen. Und da sind die Harad drin. Deswegen werden wir auch diese Elbenbataillonen das erste Mal in diesem Let's Play heranrufen. Und Bogenschützen verdammt nochmal nach vorne. Scheiße. Boah, sind das viele Harad drin. Ja, verdammt, verdammte Scheiße. Und die Armee der Toten kann noch nicht gerufen werden. So, Legolas. So, alle Reiter. So, immer schön auf die Olefanten gehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Olefanten müssen fallen. So, hier kommen ein paar Ostlinge durch, aber es ist mir gerade relativ latte. So, welche Helden brauchen, sind bedürftig des Schutzes? Gandalf ist verbuggt. Oder? Bringt die Olifanten zu Fall. Verdammte Scheiße. Ja, jetzt verlieren wir hier natürlich extrem viele Kommandeurspunkte. Ist ja eigentlich klar, aber die Olifanten sterben wenigstens. In Scharen. So, der Schießstand ist verbessert. Das heißt, wir können jetzt hier Waldläufer rekrutieren. Gandalf kann mal hierher zurückkehren und die Typen versuchen zu vernichten. So, und hier ist jetzt ein wahres Olifantenschlachtfeld. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Unsere Armee ist jetzt sehr, sehr klein geworden. So, die hier kriegen wir schon down. Ja, und die Waldläufer kommen jetzt auch schon fleißig. Aber ehrlich gesagt bräuchten wir auch mal neue Ritter. Gandalf. Gandalf. Boah, tötet mir hier nicht Gandalf, ey. Gandalf, du sollst fliehen, verdammt. Du sollst einfach nur fliehen.
Gimli Tanks nach vorne, wie gesagt. So, die Ostlinge kommen jetzt hier anscheinend hinterher. Haben mir auch was zerstört, die Penner. Ich hoffe, Gandalf überlebt das. So, Waldläufer ist die erste Bataillon. So, hier haben wir die nächste Bataillon. Scheiße. Ja, ja, ja. Das läuft hier nicht so rosig, aber bald können wir auch die Kerle aus Rohan... Boah, zieht euch mal leicht zurück. Ja, genau. So, hier mal immer schön nach vorne. Boah, unsere Armee ist echt auf das Minimum reduziert worden. Legolas, du bist vorne. Faramir, wo bist du? Du kannst hier mal auch nach vorne kommen. Kriegen hier fleißig neue Waldläufer. Ja. Yeah. So, Waldläufer, wo haben wir euch? Bei euch ist eigentlich nur wichtig im Moment, dass ihr Feuerpfeile bekommt. So, die Armee der Toten kann gerufen werden. So, und jetzt haben wir eigentlich die Schlacht gewonnen. Das kann ich euch mal sagen, weil wir können jetzt gleich so viele Register ziehen. Die Armee Rohirrim kommt. Hier, das, das. Also jetzt sollte das eigentlich klappen. Schießstand wurde nochmal verbessert. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Das gefällt mir natürlich. Gut, wo haben wir denn hier noch welche auszubilden? Hier noch drei Bataillonen, die holen wir uns alle mal zurück. So, vorwärts. Wir ziehen die jetzt ein bisschen nach vorne. So. Und jetzt... Alle Helden ziehe ich jetzt mal hier nach vorne. So, die letzte Welle. Die letzte alles entscheidende Welle. Gleich können wir nämlich... Boah, hier haben wir eine Soldatenbataillon überlebt. Noch eine, das ist ja sehr gut. So. Immer fleißig weiter. Wirtschaften. So, 50 Sekunden noch. Dann kommen die Rohirrim. Also eigentlich sollte das hier jetzt gewährleistet sein, dieser Sieg. Aber bei diesem Spiel weiß man ehrlich gesagt nie. Weiß man nie. So, 37 Sekunden noch, dann können die Rohirrim kommen. Ach, und ich glaube, kommt jetzt überhaupt noch eine Welle? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. 27 Sekunden noch, kommt noch eine Welle. Überlebe die vierte. Ja, es kommt noch eine Welle. Wir rüsten uns ja langsam wieder. Brüsten uns. Und eigentlich kann Faramir und Legolas mal hier ein bisschen Leute töten. Leute töten. Ha, Gewalt. Faramir? Wir wollen diese Typen hier nämlich runterkriegen. So, kommen hier denn noch mehr? Wir werden angegriffen. Ja, Faramir wird angegriffen. Ich trage das Banner Gondors. Sie sind hier. Verdammte Scheiße, Faramir wird leicht getroffen. Haltet hier Wache. So. Greift jemand beide Lieder an. Die Bogenschützen gehen jetzt vor. Wir können die Rohirrim rufen. Werde ich dann auch gleich machen. So, dann werde ich jetzt gleich mal alle Ritter hier nach außen ziehen. Damit die zu den Rohirrim stoßen können, sozusagen. Gandalf genauso. Weil wir werden sie dann einfach mal eiskalt überreiten. Das werden wir machen. So. Könnt ihr sie noch kriegen? Ja, die könnt ihr locker noch kriegen. So, jetzt holen wir sie hier mal langsam. Ganz Mordor? Ja, dann holen wir eben ganz Rohan, würde ich mal sagen. Verteidige dich. Ja, das werde ich tun. Guckt euch bitte mal. Zieht euch bitte einfach nur mal die Heldenleiste rein. Ach du Heilige. Gandalf. Gandalf, 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 wo bist du? Ach, hier. Vorwärts. Hier erstmal schön zurückziehen. So. Gandalf, ich kann dich heilen. Hier. In die Schlacht. Gandalf, wo bist du? Ich kann dich heilen, Gandalf. Ganz ruhig bleiben. Wort der Macht, Gandalf. Wort der Macht. Yeah. You got just owned, Biatches. Na, wer von euch steht noch auf, hä? Wer von euch steht noch auf?
Na, war's das schon? No, das war ja eine sehr, sehr süße Welle. Guck mal hier. Frodo reicht den Schicksalsberg in 5 Minuten. Da unten sehen wir eine Sequenz. Ach du Scheiße. Nazgul und nicht wenige. Zieh dich zurück, Gandalf. Ja, gar nicht übertrieben viele Nazgul, ey. Stirb. Sterb, Nazgul. Es ist ein Massensterben. Sie gehen alle auf Gandalf. Aber das werden sie bereuen. Gandalf, du solltest leicht fliehen. So, 4 Minuten noch heute, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir diese Kampagne erfolgreich abgeschlossen. So. Ja, natürlich kommen jetzt hier Unmassen an Gegnern. Aber wir werden rausreiten und die Schlacht in ihre Lager bringen. Ein unschierbar unendlich nicht enden zu wollender Fluch hier. Ja, sie kommen immer wieder neu. So, die Gondor-Ritter können auch mal mithelfen. Yeah, Gandalf an die Front. Aragorn an die Front. So, ich habe immer noch nicht alle Kapitalschläge gezogen. Oh, die Armee der Toten kann noch nicht. Aber die werde ich jetzt einfach gleich mal holen. Die soll nämlich hier drauf gehen. So. So, liebe Armee der Toten, ihr könnt ruhig hier mithelfen. Einmal durch das ganze Gemüse semmeln. Yeah. Oh, da sind noch ein paar Ritter dabei. Ja, die haben es nicht überlebt. Aber die Armee der Toten, die wird die jetzt sowas von auseinandernehmen. Guckt euch diese Trolle an. Und jetzt sinkt die Framerate auch. Verständnis, weil Verständnis mehr mäßig, denn jetzt ist hier auch richtig Party angesagt. Jetzt ist Party angesagt. Aha, aha. So, es war ein harter Kampf, aber Frodo hat nur noch wenig Zeit und ganz Mordor zieht gegen uns in die Schlacht. Ja, sollen sie doch, ganz ehrlich. Guckt euch doch an, wie sie fallen, wie die Maden, und guckt euch diese Armee an. Guckt euch bitte einfach diese Armee an. Guckt euch diese Helden an, wie tapfer sie gekämpft haben. Ja, das habt ihr gut gemacht, ihr Trolle. Ihr wurdet fast bis auf den Null, absoluten Nullstand dezimiert. Ach ja, jetzt haben wir auch wieder gut Geld. 490 von 300 Kommandeurspunkten. Ach, neue Trolle. Dann zieht ihr euch mal ein bisschen zurück. Ihr Helden auch. Denn die Trolle nerven ja manchmal ein bisschen. Yeah! Trolle killen, Trolle killen. Auf die Trolle gehen, liebe Elben. Hier können wir auch mal ein paar Ents beschwören. Jetzt wird das ganze Register hier gezogen. Ja. Ganz... Oh. Eowyn. Theoden. Ja, ihr seid alle mal einfach gereckt. Ja, Boromir. Alter. Lauf. Steh auf. Alter. Boah. Hier, Aragorn, zieh mal ein paar Register. Alter, die bieten ja echt alles gegen uns auf, was Namen hat. Boah, wir müssen hier durchhalten. Wir müssen verdammt nochmal durchhalten. Aber so schlecht sieht das hier nicht aus. Scheiße. Wer will noch nicht sterben? So. Helden, bitte mal alle zurück, denn Helden da so vorne reinzuziehen ist relativ dumm. So, kriegt jemand gerade aus dem Maul? Nö, die kommen halt alle zurück, brav. Boah, Alter. Also ganz Mordor leert sich und Mordor leert sich und zieht gegen uns in die Schlacht. Das würde ich mal als treffend formuliert bezeichnen. Scheiße. Bauern bewaffnen. So, haben wir noch irgendwelche gefallenen Helden? Nee, Eowyn können wir eigentlich ja mal hier wieder beleben. Und hier den Dingspunkt setzen. Alter, sind das viele.